Dann herzlich willkommen zum Tipp der Woche Nummer 2. Für diese Woche würde ich euch empfehlen, ich schreibe das auch gleich wieder hier an dieses Whiteboard ran, verschiedene Lebensmittel etwas mehr zu essen und andere Lebensmittel oder Lebensmittelkombinationen etwas zu meiden. Warum? Ungefähr 80% von unserem Immunsystem liegen eben in unserem Darm, weil es ist ja ein sehr großes Gebiet, deswegen ist dort auch das Immunsystem quasi ansässig. Und wenn jetzt dein Darm geschwächt ist durch eben verschiedene Lebensmittel, dann sorgt das eben dafür, dass auch dein Immunsystem gleichzeitig geschwächt ist. Andersrum kann man dann aber sagen, wenn dein Darm gesund ist, ist auch dein Immunsystem stark und du kannst sozusagen auch viel mehr verkraften. Deswegen etwas mehr von diesen Lebensmitteln und etwas weniger von diesen Lebensmitteln oder Lebensmittelkombinationen. Das wäre mein Ernährungstipp für diese Woche. Thema Lifestyle, da wäre es wichtig, probiert gern mal, ihr kennt es ja vom Eisbaden, die kalten Duschen. Wer sich noch nicht ganz an die kalten Duschen rangetraut, fängt erstmal an, jeden früh mit einer kalten, wirklich kalten, mit kaltem Wasser in der Gesichtswäsche. Fängt dann an, vielleicht sich etwas mehr Dekolleté, Brustbereich, kaltes Wasser drauf zu machen und dann vielleicht nach 7 Tagen auch mal unter die kalte Dusche zu hüpfen. Ich wünsche euch viel Erfolg damit und dann sehen wir uns nächste Woche zum nächsten Tipp.